Mai 2014 trat die EU-Richtlinie über die elektronische Rechnungsstellung in Kraft. Zentraler Punkt: Öffentliche Auftraggeber in den Mitgliedstaaten müssen elektronische Rechnungen entgegennehmen und weiterverarbeiten können. Staaten wie Österreich, Italien, Spanien oder die skandinavischen Länder setzen diese Richtlinie bereits um. Die Umsetzung der E-Rechnungsverordnung ist mittlerweile auch in Deutschland in vollem Gange. Die Institutionen des Bundes haben inzwischen pflichtgemäß ihre Rechnungssysteme komplett auf den digitalen Empfang umgestellt. Sie müssen Rechnungen elektronisch in einem neuen, normkonformen Datenformat entgegennehmen und verarbeiten können. Und X-Rechnung entspricht genau dieser Norm. Ab dem 27. November 2020 gilt die Regelung dann auch bundesweit für alle Lieferanten und Dienstleister, die mit der öffentlichen Hand zusammenarbeiten. Der E-Rechnungseingang erfolgt ab dem Stichtag digital im elektronischen Rechnungsformat. Es werden bis auf ein paar Ausnahmen keine Papierrechnungen und auch keine üblichen PDF-Rechnungen mehr akzeptiert. Die Umstellung auf den einheitlichen Rechnungsstandard XML ist dringend notwendig. Die europäische Norm für E-Rechnungen hat das Potenzial, die vielen unterschiedlichen Formate für elektronische Rechnungen abzulösen, die bisher in den Verwaltungen des Bundes und der 16 Bundesländer sowie in den Unternehmen existieren. Die Vereinheitlichung führt zu mehr Sicherheit, Entbürokratisierung und Transparenz. Behörden und Unternehmen sparen Ressourcen, Zeit und damit Geld. So liegt die Ersparnis bei E-Rechnungen durch den Wegfall von Druck- und Portokosten bei rund 70%. Die Verringerung von Medienbrüchen macht Verwaltungsprozesse nicht nur effizienter, die Nachhaltigkeitsbilanz profitiert ebenso. Für den Empfang der E-Rechnungen haben die jeweiligen Behörden im Rahmen des Onlinezugangsgesetzes spezielle Plattformen geschaffen. Für die obersten Bundesbehörden gibt es die zentrale Rechnungseingangsplattform, kurz ZRE. Für die mittelbare Bundesverwaltung die OZG-konforme Rechnungseingangsplattform, kurz OZGRE. Bei den Bundesländern herrscht noch mehr Vielfalt. Einige nutzen eigens eingerichtete Länderplattformen, andere die OZGRE-Plattform, die die Bundesdruckerei als technischer Dienstleister des BMI aufgebaut hat. Diese Plattform kann beispielsweise vollautomatisch Rechnungen von registrierten Rechnungsversendern entgegennehmen, die auf der europäischen PEPOL-Infrastruktur registriert sind. Lieferanten und Dienstleister können über die Plattform E-Rechnungen erstellen und direkt an die zuständigen Behörden übermitteln. Der Upload sowie die Einreichung der Rechnung via E-Mail sind ebenfalls möglich.